Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus dem Niemandsland. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und heute haben wir zwei Lieferungen für die Tante Emma. Ihr seht's, erste Dezemberhälfte. Steht kurz vor Weihnachten. Sie braucht Eier und Mehl. Die Eier habe ich jetzt schon verloren. Und was ich nun machen möchte ist, wo haben wir es? Da unten haben wir es. Ich möchte dann die restlose Silage noch verkaufen. Direkt verkaufen. Dann müssen wir aber auch noch für den neuen Frosthändler sein LKW und sein Harvestan hochstellen. Dafür habe ich auch einen Tausender gekriegt. Dann werde ich jetzt Fuß zum Meinhof umgehen, werden Traktor und den Hänger holen und dann werden wir Mehl verladen. Na, schauen wir mal, wie weit das mit der Folge kommen. Na, nichts ist. Vielleicht geht es ja dann als Mähwerk raus. Großschneiden können wir ja alle. Jetzt passt es noch auf. Mehlwerkrit, oder? Ist für 12.000 gegangen. Was ist klar nicht gegangen da? Aber dadurch, dass wir einen Ladewagen haben, entscheide ich mich nämlich für das Böttinger. So gut. Beim Waschplatz, vielleicht wascht man ja einer. Das ist der neue LKW vom Forstunternehmen, vom Forstunternehmen Gaucho. Ja, hat mal Frühstück rein lassen schon. Schaut gut aus. Wenn ich wusste, wo er ist, er hat gesagt, dann wenn es beim Händler angefasst, die erste dann rechts. Ah, links. Links. Richtung Weinbauer Andal. In einem Kord am Hof abstellen. Die Industrie wächst hier. Da
Andala, der ist auch schon ganz nett aufgerüstet. Zu meinem Hof zurückgehen, dann bleiben wir mal links. So, dann ist der dann da. Ah, ich sehe da schon was hinten, die Halle. Forstbetrieb. Naja, wir haben also jetzt Gebäude gekauft, gern das wiederbelebt. Ich find's cool. So, jetzt müssen wir wieder quer für die Lappen. Holen wir uns unseren Traktor und halten wir mal einen Moment inne. Schön. Ich finde es einfach nur schön. Ich glaube, dass wir uns dieses Gelände, wo ich jetzt drüber laufen, werden wir uns als nächstes kaufen, wenn wir von den Schulden her unten sind. Wenn wir da die paar Bäume vor der Halle weg da, dann werden wir unseren Weg da oben machen. So. Der Traktor, da ist der Hänger. Ich hoffe, dass das mit dem Gewicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, aber normalerweise schon. Nämlich dann gleich auch das Mähwerk mitnehmen, nachdem ich bei der Tante Emma verkauft habe. Zehn Paletten Mehl haben wir. Die verkaufen wir, also eigentlich 11 Paletten, aber mit Zini. Zini geben wir hier selber eine Rütte zurück. Ich möchte mir selber Kekse bauen. Ah, Bock bauen, ja. Ich baue mal einen Keks. Schauen wir, vielleicht holen wir uns auch einen Lastwagen.
zuerst war mir so gebrauchter Stapler für oben. Gut. Da sollten wir uns einen neuen kaufen. Was ich auch denke, wir stützen einfach viel, bis ist es gekommen. Schätze viel, da hebt man jetzt auch in der Palette nie. So, jetzt. Wesentlich schneller als beim letzten Mal. Jetzt will ich schon sitzen.
Sülzing, Paletten 6 ist in Sepp. So, passt da wieder. Echt mal die Ziehbälle. Das ist der andere mit Kopf, ob was es ist. Jetzt haben wir 16 Minuten. Zuerst habe ich gemeint, ich habe mir ja den Handmäher, habe ich einmal gemeint. Aber wenn du nicht mehr den Handmäher, dann musst du wieder dann extra nachlaufen mit dem, Ladebogen, wenn ich gleich gehe. Zwanzigtausend war es ganz gut. Da werden wir wieder etwas finanzieren, etwas zurückbezahlen. Jetzt müssen wir gerade überlegen, was wir noch brauchen könnten. Den kann hinher für die Paletten. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Die Silage ist verkauft, dann kann man die auf behalten. Was könnte man jetzt brauchen?
Zumindest unter diverse Sinne. Und der war natürlich gut. Und dies war natürlich der zum Kühlen. Immer Ding zum Kühlen. Heute halt schon auf mein Kennzeichen umstellen. Machen wir 36, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Nummerfolge das ich habe. Wir hätten jetzt einen Stapler gehabt können, gell? Oder hätten wir da eher zu wenig gehabt? Jetzt passen wir auf Gabelstapler. Ja, da hätten wir zu wenig gehabt. Viel zu wenig. Kostet der kleinste schon 37.000. So. Jetzt funktioniert. Schauen wir mal. Macht zurzeit ein bisschen Probleme mit der Helfer, weil im LS, wenn er irgendwas überstürzen sollte. Weil wir hätten nämlich nicht nur Zeit, dass wir Paletten auch noch.
So. Bonjour. Ich weiß, hinge ich hier mal nicht mehr. Auf kurz am einfach Orks hinge. So, Licht aus, Türe zu, es ist Winter, nicht dass die Batterie noch kalt wird, wieder zu, die Sonne. Ich werde es dann noch strecken, die Seemaschine, die passt. Da ist er dicht. Stützen kann ich früh wieder mit ihm gelaufen. Aber ich neige, wenn die Bäume ein bisschen größer sind. So. Der Ducht, das mich letzte Mal ja so gefuchst hat, machen wir da den Ducht, die Duchtzugsdinger auf. Jetzt muss ich mächtig hoch ein bisschen türkischer. Wieder weiter her. So, ich glaube. Die Folge haben wir's. Da jetzt muss ich sagen, zuerst wenn wir richtig kaufen, nur mehr Ladung.
Weizen, aber das lassen wir, da haben wir lieber einmal Schulden zurückgezahlt, dass wir Schulden frei werden. Unsere Gewächshäuser. Der Mais ist auch da. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus dem Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.